Eingebettet zwischen den Bergen der schönen südlichen Alpen in Italien liegt das Stavatal, der Inbegriff eines idyllischen alpinen Ferienortes. Dann raste eine furchtbare Schlammlawine mit 90 Kilometer pro Stunde das Tal hinab, alles zerstörend, was in ihrem Weg lag. In nur 209 Sekunden kommen 268 Menschen ums Leben. Mit Hilfe neuester Computertechnologie zeigen wir genau, was schiefgelaufen ist. Katastrophen passieren nicht einfach. Ihnen geht eine Folge von entscheidenden Ereignissen voraus. Wir enthüllen diese tödlichen Momente in den letzten Sekunden vor der Katastrophe. Europa. Italien. Tesero. 19. Juli 1985. Die friedliche Kleinstadt Tesero liegt im Stavatal. Ihre idyllische Umgebung macht sie zu einem beliebten Ferienziel. Einheimische und Touristen erfreuen sich gleichermaßen an diesem sonnigen Tag. Mittags 12.10 Uhr. Umberto und Clemente de Florian helfen ihrem Vater Lucio in seinem Teppichgeschäft. Es war ein schöner Sommertag. Ich war damals 15. Mein Bruder und ich arbeiteten in dem Familienbetrieb meines Vaters. Sie beladen ihren Transporter und fahren die Straße des Stavatales hinauf. 12.15 Uhr. In Tesero kommt Alma Tretti gerade von der Arbeit nach Hause und serviert das Mittagessen, das ihre Mutter für die Familie gekocht hat. An diesem Tag kam ich nach Hause und der Tisch war gedeckt. Das Essen war fertig. 12.20 Uhr. Die 20-jährige Lucia Morandini hilft ihrem Vater in seinem Sportgeschäft. An dem Tag kam neue Ware an und ich suchte ein Geschenk für meinen Vater aus, der ein paar Tage später Geburtstag gehabt hätte. Ein schöner, normaler Tag in den südlichen Alpen. Doch weiter oben in den Bergen befindet sich etwas, das gar nicht normal ist. Bergbau gibt es am Berg Presta Val schon seit dem 16. Jahrhundert, als man reiche Mineralvorkommen entdeckte. Die Einwohner des Tales leben in friedlicher Koexistenz mit den Bergbaugesellschaften, die das Fluorit des Berges abbauen, eine wertvolle chemische Substanz. Das Fluorit wird mittels eines Verfahrens gewonnen, das Flotation genannt wird. Dabei fallen große Mengen von sehr flüssigem Schlamm aus Sand und Wasser als Abfall an. Dieser Schlamm wird in zwei übereinander angeordnete Ablagerungs- und Klärbecken über dem Stavatal geleitet, die aus großen Sanddämmen bestehen. Umberto, Clemente und ihr Vater Lucio fahren von Tesero aus die Straße hinauf, direkt auf die Dämme zu. Ich erinnere mich, dass mein Vater sang, weil am nächsten Tag das 25-jährige Jubiläum des Chores war. Im Dorf sitzt Alma Tretti mit ihrer Familie am Küchentisch beim Essen. Und Lucia Morandini hat im Sportgeschäft das perfekte Geschenk für ihren Vater gefunden. Wir gingen zum Verkaufsraum, öffneten die Schachteln und nahmen die Kleidungsstücke heraus. Ich fand einen schönen Trainingsanzug und wollte, dass er ihn anprobiert. Über die Jahre werden die insgesamt 60 Meter hohen Sanddämme der Klärbecken zu einem Teil der Landschaft. Wegen eines dichten Kiefernwaldes werden sie aber kaum beachtet. Wir wussten alle, dass da oben Klärbecken waren. Doch es kam uns gar nicht in den Sinn, dass wir in Gefahr sein könnten. Doch heute wird sich alles ändern. Uhr und 55 Sekunden. Die Dämme brechen ohne Vorwarnung. Thank you.
Zuerst weiß niemand, was passiert ist. Ich sah Rauch am Horizont und fragte, was ist das? Es sah wirklich aus wie ein Feuer. 12.23 Uhr und 25 Sekunden. 180.000 Kubikmeter Schlamm, Sand und Wasser aus den beiden Klärbecken rasen das Tal hinunter. Das Dorf Tesero liegt nur 3,5 Kilometer entfernt und genau im Weg der Schlammlawine. Wir hörten Lärm und dachten, er käme von Straßenarbeiten. Um 12.23 Uhr und 45 Sekunden rast die Schlammlawine in das kleine Dorf Stava, wo über 100 Hotelgäste zu Mittag essen. Einen Augenblick später sind sie alle tot. Mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde schießt die Lawine auf Umberto, Clemente und Lucio de Florian zu. Mein Vater verlor keine Sekunde. Er sagte, sofort raus, klettert den Hang hoch. 12.24 Uhr und 45 Sekunden. Die Welle aus Schlamm wälzt sich weiter voran auf ihrem Pfad der Zerstörung. Als nächstes liegt Tesero im Weg. Es ist Mittagszeit in Tesero. Ein friedlicher Mittag. Doch keiner der 2500 Einwohner hat eine Ahnung, dass eine riesige Schlammlawine auf sie zurollt. Nördlich der Kleinstadt hat sich schon den Lieferwagen von Clemente, Umberto und Lucio de Florian zerstört. Um 12.25 Uhr verschlingt die Lawine Tesero. Almatretti ist zu Hause zu Mittag, zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn Marco, ihrem Mann Stefano und ihrer Mutter Maria. Sie hört ein lautes Grollen. Ich hatte mich gerade über die Balkonbrüstung gelehnt. Da sah ich, was die Straße herunterkam. Sekunden später donnern fast eine 250.000 Kubikmeter Schlamm und Schutt in die Straße von Almatretti und walzen 17 der 20 Häuser nieder. Weiter unten in der Straße arbeitet Lucia Morandini mit ihrem Vater in dem Sportgeschäft. Mein Vater probierte gerade den Trainingsanzug an, als wir einen gewaltigen Lärm hörten. Ich war neugierig und sagte, ich gehe kurz und schaue mal nach. Die Schlammlawine bahnt sich den kürzesten Weg den Berg hinunter und zerstört alles auf ihrem Weg. Komplette Gebäude, Straßen und Wälder werden ausradiert. 12.25 Uhr und 44 Sekunden. Die antike Brücke, die seit 10 Jahrhunderten dort steht, wird fast vollständig zerstört. 40 Sekunden später ist schließlich alles vorbei. Der Schlamm trifft in der Talsohle auf dem Fluss Avisio und kommt zum Stillstand. Die Katastrophe dauert nur 3,5 Minuten, doch sie lässt eine 5 Kilometer lange Spur der Zerstörung hinter sich. Das schöne Stava-Tal ist nur noch ein verschlammtes Ödland. Clemente de Florian entkommt der Schlammwelle nur knapp, indem er bergauf rennt. Ich hielt an und drehte mich um. Es war nichts mehr übrig und es herrschte absolute Stille. Es war kein Vogel oder Insekt zu hören, nichts. Der Lieferwagen ist völlig zerstört und im Schlamm begraben, 50 Meter entfernt von dem Ort, wo sie ihn verlassen hatten. Verzweifelt sucht Clemente nach seinem Bruder und seinem Vater. Ich hörte, wie mein Bruder mich rief. Und dann sah ich ihn. Nur sein Gesicht guckte aus dem Schlamm heraus. Ich konnte mich nicht bewegen, ich steckte tief im Schlamm. Dann sah ich meinen Bruder und rief ihn. Ich fing an, den Schlamm von ihm abzuschaben und er fragte sofort, wo ist Vater? Hundert Meter weiter sieht der Bildhauer Giuseppe Mick von seinem Atelierfenster aus die Zerstörung. Er ist einer der ersten Rettungskräfte vor Ort. Ich sah eine Gestalt, eine menschliche Gestalt, die einen Baum umarmte. Als sie sprach, ging ich hin. An der Stimme erkannte ich Alma.
Alma Tretti. Die Gewalt der Schlammlawine hat Alma von ihrem Balkon im ersten Stock katapultiert. Giuseppe findet sie 300 Meter von dem Ort entfernt, wo einmal ihr Haus stand. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich konnte Gras unter mir fühlen, aber ich wusste nicht, was passiert war. Giuseppe und seine Freunde benutzen Almas Jacke als Trage. Sie bringen sie aus der Gefahrenzone und warten auf die Ambulanz. Lucia Morandini ist völlig vergraben unter Schlamm und dem, was einmal das Sportgeschäft ihres Vaters war. Eine kleine Öffnung im Schutt erlaubt ihr zu atmen und rettet ihr das Leben. Ich hatte Angst, ich würde ersticken oder verdursten oder verhungern, einen langsamen Tod sterben. Ich hätte es lieber schnell beendet, aber nicht mal das konnte ich tun. Ich konnte mich überhaupt nicht rühren. Glücklicherweise hören einige Leute Lucias Hilfeschreie und graben sie aus dem Schlamm. Sie wird mit einem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. 13 Uhr. Nur eine halbe Stunde nach dem Desaster. Die örtliche Feuerwehr, die Bergrettung und die Polizei sind im Katastrophengebiet. Insgesamt 7000 Rettungskräfte beteiligen sich an der Aktion. Eine Flotte von 19 Hubschraubern und 26 Krankenwagen steht bereit, um Verletzte in die Hospitäler zu bringen. Doch sie werden kaum gebraucht. Von 281 Vermissten werden nur 13 Menschen lebend gefunden. Umberto De Florian, Lucia Morandini und Alma Tretti sind drei dieser 13. Während im Krankenhaus die Verletzungen und Knochenbrüche der drei behandelt werden, suchen die Rettungskräfte immer noch nach deren Familien. Ich fragte immer wieder nach meinem Sohn, meiner Mutter und meinem Mann. Doch sie sagten mir nichts. 89 Männer, 120 Frauen und 59 Kinder sterben in der Schlammlawine. Insgesamt verlieren 268 Menschen ihr Leben. Almas Ehemann Stefano, ihre Mutter Maria und ihr 4 Jahre alter Sohn Marco gehören dazu. Lucias Vater Mario und Umbertos Vater Lucio sind auch ums Leben gekommen. Es ist einer der schlimmsten Dammbrüche, die je passiert sind. Nach 3 Wochen sind die Rettungsarbeiten vorüber. Als die Beerdigungen stattfinden, ist die Kleinstadt Tesero erschüttert. Ganz Italien trauert. Nicht einer, sondern beide Dämme sind gebrochen. Herauszufinden, warum, ist jetzt eine nationale Aufgabe. Was verursachte das Versagen der Dämme? Warum überschwemmten 180.000 Kubikmeter Schlamm das Stabatal? Sehen wir uns jetzt die Ereignisse an diesem schicksalsschweren Tag an, um herauszufinden, was wirklich passierte. Modernste Computergrafiken führen uns an die Stelle, wo keine Kamera hingelangen könnte, mitten in die Zerstörungszone. Noch am Tag der Katastrophe leiten die örtlichen Behörden eine Untersuchung ein, um herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Professor Pietro Colombo, ein Experte für Erdrutsche, leitet das Untersuchungsteam. Mit seinen Daten können wir jetzt die tödliche Kette von Ereignissen analysieren, um herauszufinden, wie es zu dieser schrecklichen Tragödie kommen konnte. Professor Colombo untersucht als erstes die beiden Dämme. Warum sind sie gebrochen? Die ersten Vermutungen weisen auf ein natürliches Phänomen als Ursache hin. Wurde einer der schlimmsten Dammbrüche der Geschichte von einem Erdbeben verursacht? Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Ich stieg aus dem Wagen, die Erde bebte, der Wagen bebte. Es fühlte sich tatsächlich an wie ein Erdbeben. Professor Richard Chandler, Experte für Erdrutsche, war Berater bei den Ermittlungen. Die Ausläufer der Alpen, da wo Stava liegt, sind Erdbebengebiet. Man kann spekulieren, man kann aber auch die Daten eines Seismographen auswerten, der in einem Tal neben dem Stava-Tal installiert ist. Er hätte mögliche Erdbeben registriert. Es gibt einen Seismographen im nahen Cavalese. Die Ermittler untersuchen die Aufzeichnungen zu der Zeit, als die Dämme brachen, 12.22 Uhr.
Erstaunlicherweise zeigen sie eindeutig einen Erdstoß, gefolgt von einem anderen Ausschlag 30 Sekunden später. Die Ermittler haben ein wichtiges Indiz gefunden. Es sieht nach Erdbebenaktivität aus. Also untersuchen sie die Sache etwas genauer. Andere Seismographen der Region haben die Erdstöße kaum registriert. Das ist sehr ungewöhnlich, heißt es doch, die Stöße waren auf eine lokale Region begrenzt. Zu begrenzt für ein Erdbeben. Der Dammbruch konnte also nicht durch ein Erdbeben ausgelöst worden sein. Die Ermittler brauchen einen neuen Ansatz. Sie wissen, dass es in den südlichen Alpen Mineralien in Hülle und Fülle gibt. Die ganze Region ist übersät mit Bergwerken. Um an neue Felsschichten heranzukommen, werden die Felsen üblicherweise gesprengt. Könnte eine solche Explosion die Ausschläge des Seismographen und den Dammbruch verursacht haben? Professor Giovanni Tosati wurde als Experte bei der Gerichtsverhandlung der Stava-Katastrophe gehört. Es wurde darüber diskutiert, ob Explosionen, die in den nahegelegenen Bergwerken stattfanden, sich bis zu den Dämmen auswirken und den Zusammenbruch verursachen konnten. Um diese Theorie zu überprüfen, greift Chefermittler Pietro Colombo zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Er ordnet in drei Bergwerken innerhalb eines Radius von 31 Kilometern um Stava kontrollierte Sprengungen an, um herauszufinden, ob eine solche Explosion Schuld an der Katastrophe war. Sprengmeister zünden die Ladungen. Die Analyse der Aufzeichnungen verwirrt die Ermittler. Die Seismographen registrieren die Erschütterungen kaum. Die Aufzeichnungen haben keine Ähnlichkeit mit denen am Tag des Unfalls. Was immer die Dämme zum Versagen brachte, es war keine Sprengung unter Tage. Was war also die Ursache für die beiden 30 Sekunden auseinanderliegenden Ausschläge, die der Seismograph aufgezeichnet hat? Professor Colombo glaubt, dass sie nur von den Dammbrüchen selbst kommen können. Er folgert, dass der erste Stoß von dem Zusammenbruch des oberen Dammes kommt. Der Inhalt des oberen Beckens schießt jetzt in das untere Becken. Unter dem hohen Druck dieser zusätzlichen Belastung versagt auch der untere Damm. Schlamm, Wasser und Sand schießen explosionsartig aus dem Becken und treffen auf die gegenüberliegende Wand vor dem Becken und verursachen den zweiten Stoß auf dem Seismographen. Die Ermittler wissen jetzt, wie die Dämme kollabiert sind. Jetzt müssen sie noch herausfinden, warum. Wenn externe Ursachen wie ein Erdbeben oder eine Explosion nicht in Frage kommen, muss es an den Becken und Dämmen selbst liegen. Irgendetwas im Inneren hat den Kollaps verursacht. Und da der obere Damm zuerst brach, konzentrieren sich die Ermittler darauf. Klär- und Ablagerungsbecken sind weit verbreitet im Bergbau. Die Fluoridproduktion verbraucht riesige Mengen an Wasser. 95% der Abfallprodukte bestehen daraus. Eine riesige Maschine namens Hydrozyklon trennt mittels des Schleuderverfahrens den Sand vom Wasser. Der Sand wird von innen am Damm angelagert. Der Hydrozyklon arbeitet im Zentrum des Ganzen und baut so das Klärbecken mit den Dämmen auf. Die Sicherheit der Konstruktion wird durch die Außenwände des Dammes bestimmt. Die müssen wie eine Sandburg trocken bleiben, damit sie ihre Stabilität behalten. Das Wasser wird mittels eines Drainagerohres in der Mitte abgeführt. Diese Klärbecken bauen sich also selbst auf. Je mehr Abfall, desto mächtiger die Dämme. Die Dämme der Stava-Becken wuchsen in zwei Jahrzehnten auf über 25 Meter Höhe an und ließen die Gebäude unter ihnen wie Spielzeughäuser aussehen.
Das ist nicht ungewöhnlich für diese Art von Klärbecken, doch mangels Alternativen sehen sich die Ermittler die Konstruktion doch etwas genauer an. Sie entdecken, dass die Bergbaugesellschaft detaillierte Berichte über die Instandhaltung der Klärbecken hat. Beim Durchsuchen der Berichte schaffen sie den Durchbruch. Sechs Monate vor der Katastrophe hat die Bergbaugesellschaft plötzlich ein Problem. Im Januar 1985 rutschte an der Außenseite des oberen Dammes Sand ab und es entstand ein 20 Meter großes Loch, durch das Wasser austrat. Dieser Zustand hielt sich bis März, dann wurde die Lücke notdürftig geflickt. Im Mai fanden weitere Reparaturen statt. Dazu mussten beide Becken trockengelegt werden. Erst am 15. Juli 1985 gehen sie wieder in Betrieb, vier Tage vor der Tragödie. Jetzt konzentrieren sich die Ermittler nur noch auf den oberen Damm. Sechs Monate vor der Katastrophe war etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Der Damm wurde instabil, aber was war passiert? Professor Colombo erkennt, dass die Antwort vor seinen Augen ist. Es ist überall. Es ist das Wasser. Es gab keine Kräfte, die von außen einwirkten, weder Erdbeben noch Explosionen. Die einzige Erklärung für das Brechen des Dammes ist die Aufweichung der Dammwände durch das Wasser in den Klärbecken. Die Ursache ist eine bestimmte Menge Wasser, die durch den Damm auf die Außenseite dringt. Dann wird er sofort instabil und bricht. Man kann das mit einem einfachen Experiment am Strand mit einem Eimer und einer Schaufel nachvollziehen. Man merkt schnell, wie viel weniger stabil nasser Sand im Vergleich zu trockenem Sand ist. Das ist das Problem in diesem speziellen Fall. Der kleine Bergrutsch und das daraus resultierende Loch im oberen Damm sechs Monate zuvor sind der Beweis. Wasser drang vom Inneren des Beckens durch den Damm, sättigte die Außenseite und verursachte das 20 Meter große Loch. Sechs Monate später gibt der ganze Damm nach. Er setzt die Schlammlawine frei, die 268 Menschen tötet. Doch noch ist das Rätsel nicht gelöst. Die Ermittler wissen jetzt, dass Wasser den Dammbruch verursachte. Doch wie konnte es bis zur Außenseite des Damms dringen? Was also löste den Dammbruch letztendlich aus? Ein Dammbruch in Italien setzt eine 250.000 Kubikmeter Schlamm und Wasser frei, die sich durch ein Tal wälzen und 268 Menschen töten. Mit Hilfe modernster Computergrafiken basierend auf den Berichten der Ermittler vertiefen wir uns in die Untersuchungen, um den Ablauf der Ereignisse zu zeigen. Die tödliche Schlammlawine ist der Inhalt zweier Klärbecken, die die Abwässer eines Fluoritbergwerks enthielten. Die Ermittler sind nun sicher, dass der obere Damm zusammenfiel wie eine nasse Sandburg. Doch das dürfte gar nicht passieren. Das überflüssige Abwasser sollte von einem Abflussrohr abgeleitet werden, bevor eine kritische Menge erreicht ist. Sonst führt der zu hohe Wasserdruck dazu, dass sich das Wasser in den Damm drückt, der dadurch einstürzt. Und genau das ist passiert. Die Ermittler sind sich sicher, doch warum? Sie fangen an mit der Untersuchung der Wetterdaten. Sie werten die meteorologischen Daten der letzten 66 Jahre vor dem Unfall aus und machen eine faszinierende Entdeckung. Der meiste Regen fällt im Stavertal von Mai bis August. Ein entscheidender Faktor für das Ansteigen des Wasserspiegels waren die starken Gewitter, die in den Alpen typischerweise im Juli und August auftreten. Die Ermittler finden heraus, dass 1985 eines der regenreichsten Jahre im Stavertal seit Beginn der Aufzeichnungen war. Es fielen fast 22% mehr Regen als sonst. Ein guter Anhaltspunkt für Professor Pietro Colombo.
Er ist sich sicher, dass die Rekordniederschläge eine Rolle beim Ansteigen des Wasservolumens spielten. Doch er ist überzeugt, dass es nicht die einzige Ursache war. Er weiß, dass etwas so Vorhersehbares wie schwere Regenfälle bei der Konstruktion der Dämme berücksichtigt werden musste. Er weist sein Team an, noch andere Ursachen für den dramatischen Anstieg des Wasserspiegels zu suchen. Plötzlich scheint alles auf der Hand zu liegen. Jedes Jahr ziehen Tausende von Skifahrern und Snowboardern zu den schneebedeckten Bergen im benachbarten La Temar. Der Winter vor dem Unfall war ein besonders guter für die Skifahrer. Stärkere Schneefälle als üblich hatten eine dicke Schneeschicht erzeugt. Doch am Ende der Saison geschah etwas, das eine wichtige Rolle bei der Katastrophe ein paar Monate später spielen sollte. Im Frühling schmilzt der Schnee, der während des Winters in den Alpen fällt, und zwar relativ schnell, innerhalb weniger Wochen. Die Ermittler berechneten, dass die Wassermenge des Tauwetters in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch war. Ein Teil des Schmelzwassers floss die Hänge hinab und durch die Flüsse, Bäche und unterirdische Quellen in die Klärbecken, was zu einem weiteren Wasseranstieg führte. Das löst die Frage des hohen Wasserdrucks. Doch Professor Colombo kann nicht glauben, dass alleine der starke Regen und das viele Schmelzwasser für ein solch katastrophales Versagen verantwortlich waren. Das erste Mal schlug der obere Damm im Januar leck, also bevor Regen und Schmelzwasser eine Rolle spielen konnten. Die Ermittler brauchen dringend neue Hinweise. Sie konzentrieren sich jetzt auf das Zentrum des Unfalls, auf die zerstörten Dämme selbst. Die Bresche im oberen Damm ist klar zu erkennen, doch das untere Klärbecken mit seinem Damm ist vollständig zerstört. Chefermittler Pietro Colombo lässt schweres Gerät auffahren, um das Gelände zu untersuchen. Das Team beginnt mit der beschwerlichen Aufgabe, die Reste der Dämme zu durchsieben, um vielleicht einen Hinweis zu finden. Nachdem sie sich durch 360.000 Tonnen Schlamm und Schutt in den Überresten des oberen Dammes gewühlt haben, finden sie den Hinweis. Es ist das Drainagerohr und es ist gebrochen. Eine wichtige Spur. Sie schauen sich das Rohr genauer an. Die entscheidende Entdeckung sind Spuren einer früheren Reparatur. Ein Teilstück des Rohres wurde ersetzt. Doch in den Jahren nach der Reparatur hat das Gewicht der sich darauf absetzenden Sedimente das Rohr durchsacken lassen. Und im Laufe der Jahre lagerte sich der Abraum auf diesem Rohr ab. Und wahrscheinlich wurde das Rohr aus der Muffe herausgebogen, sodass das Abwasser innerhalb der Becken wieder austreten konnte. Und zwar an einer Stelle, die ziemlich nahe an der Außenwand des Dammes lag. Schließlich wurde das Teilstück aus seinen Befestigungen gerissen und machte die ganze Drainage wirkungslos. Jetzt wurde das Wasser, statt abzufließen, wieder in die Becken geleitet. Der Wasserspiegel und damit der Druck stieg an und presste das Wasser in den Damm, der dadurch immer instabiler wurde. Doch wann wurde das Leck im Drainagerohr zu einer Gefahr? Die Ermittler stellen fest, dass die Notreparaturen, die die Bergwerksgesellschaft 2 Monate vor dem Unfall ausführen ließ, die Katastrophe auslösten. Um die Reparaturen durchführen zu können, mussten die Klärbecken geleert werden. Als das Wasser abfloss, könnte das Rohrstück noch mehr verbogen worden sein und noch größere Lücken verursacht haben. 3 Wochen vor dem Dammbruch wurden die Becken wieder mit Wasser gefüllt. 4 Tage davor geht die Anlage wieder in Betrieb. Die Abwässer werden in die Becken geleitet, doch das defekte Drainagerohr kann das überschüssige Wasser nicht abführen. Und jetzt kommen starke Regenfälle und das Tauwetter hinzu. Immer mehr Wasser fließt in die Becken. Der Druck wird zu groß und das Wasser bahnt sich einen Weg hinaus.
Es nimmt den Weg des geringsten Widerstandes durch den Damm. Der ist nur stabil, wenn er trocken ist, doch das eindringende Wasser hat ihn geschwächt. Die Stabilität des Stavadammes war davon abhängig, dass kein Wasser bis zu seiner Außenseite gelangte. Wenn Wasser nur bis in die Nähe der Außenseite kommen würde, würde der Damm unweigerlich versagen. Nun kommt es zum Zusammenbruch. Der obere Damm gibt nach und setzt 360.000 Tonnen Sand und Wasser frei, die sich ihren Weg ins Tal bahnen und alles zerstören. Doch etwas verblüfft die Ermittler immer noch. Selten haben sie Zerstörungen dieses Ausmaßes gesehen. Die Gewalt der Schlammlawine war außergewöhnlich. 268 Menschen sterben. Drei Hotels, sechs Fabriken und 53 Häuser sind einfach verschwunden. Dieser einsame Baum ist alles, was von einem dichten Wald übrig blieb, der einfach weggerissen wurde. Alles wurde zerstört. Die Ermittler werden etwas sehr Ungewöhnliches über diese Schlammlawine herausfinden. Ein katastrophaler Dammbruch in den Bergen Norditaliens. Eine 250.000 Kubikmeter Schlamm und Wasser stürzen in ein Tal hinunter. Als die Ermittler die Aussagen der Augenzeugen genau studieren, merken sie schnell, dass die zerstörerische Kraft dieser Schlammlawine ungewöhnlich groß war. Bäume und Erdbrocken flogen durch die Luft, sogar das Dach eines Hauses. Es wäre unmöglich gewesen, ihr auszuweichen. Sie war so schnell wie ein Zug oder ein Lastwagen. Das ganze Tal wurde verwüstet. Das Ungewöhnliche ist den Aussagen zufolge die hohe Geschwindigkeit und die Gewalt der Schlammlawine. Anhand der Aufzeichnungen eines Seismographen können die Ermittler errechnen, dass die Schlammlawine erstaunliche 90 Kilometer pro Stunde erreichte. Das ist so schnell wie eine Flutwelle. Die Ermittler untersuchen ähnliche Naturphänomene auf der ganzen Welt. Das sind Bilder einer Schlammlawine in Russland. Obwohl viel kleiner, verhält sie sich ähnlich wie die im Stavatal. Sie hat die Geschwindigkeit von fließendem Wasser und die zerstörerische Kraft von Schlamm. Die Aufzeichnungen von Dammbrüchen wie diesem werden untersucht und die Ermittler bekommen so die Antworten, die sie suchen. Sie glauben zu wissen, warum die Schlammlawine in Stava diese unglaublichen Zerstörungen angerichtet hat. Doch um sicher zu sein, müssen sie in der Zeit zurückreisen. 210 Sekunden vor der Katastrophe. Die Außenseite des oberen Dammes saugt sich mit Wasser voll, aber noch hält er. Eine Sekunde später bricht der Damm. Er kollabiert mit so einer Gewalt, dass seine Schockwelle auf der Richterskala höher liegt als die üblichen Erdstöße in dieser Gegend. Diese Aufnahmen eines Erdbebens von 1950 in Japan zeigen, was mit dem Erdboden passiert, wenn eine Schockwelle so stark ist, dass sich der feste Boden wie eine Flüssigkeit verhält. Man nennt das Verflüssigung. Sie tritt auf, wenn Wasser unter hohem Druck in einen festen Boden gepresst wird, der eine körnige Struktur hat, wie zum Beispiel Sand. Die Körner werden auseinandergedrängt, die Struktur löst sich im Wasser auf und bildet eine dichte Flüssigkeit. Sie hat fast die doppelte Dichte von Wasser, aber all seine fließenden Eigenschaften. Genau das passiert, als der obere Damm in Stava kollabiert. Als die äußere Schicht des Dammes abrutschte, hatten die festen Ablagerungen dahinter keinen Halt mehr. Und sie wurden in dem Wasser um sie herum aufgelöst. Schließlich hat man eine hohe Konzentration von ziemlich schweren Partikeln im Wasser.
ein doppelt so dichtes und schweres Material, das sich in eine Flüssigkeit verwandelt hat und nun den Hang hinunterfließt. Die Ermittler haben nun ein genaues Bild vom Ablauf der entscheidenden Ereignisse, die die Katastrophe verursacht haben. ...209 Sekunden. Der obere Damm verwandelt sich in Treibsand. Seine Sandkörner haben den gegenseitigen Halt verloren. Der Sand hat keine feste Struktur mehr. Noch 198 Sekunden. Diese dichte Flüssigkeit läuft nun vom oberen Becken in das untere Becken, das sowieso schon überfüllt war. 19 Sekunden lang sammelt sich der verflüssigte Schlamm im unteren Becken. Die Menge wächst an. Als sich die Dämme auflösen, schleudern sie enorme Staubwolken in den Himmel. Für Umberto, Clemente und ihren Vater Lucio sah das wie Rauch aus. Es sah wirklich wie ein Feuer aus. Noch 179 Sekunden. Der untere Damm hält nicht mehr. Er bricht und setzt die verflüssigten Sedimente frei. 159 Sekunden. Die Schlammlawine erreicht das 800 Meter entfernte Dorf Stava und zerstört 24 Häuser und 3 Hotels, wo 100 Touristen gerade zu Mittag essen. Alle kommen ums Leben. Noch 99 Sekunden. Die Schlammwelle erreicht die nördlichen Ausläufer der Kleinstadt Tesero. Umberto und Clemente fahren mit ihrem Vater im Lieferwagen die Talstraße hoch. Mein Vater verlor keine Sekunde. Er sagte, sofort raus, klettert den Hang hoch. Umberto und Clemente entkommen, doch die 90 Kilometer pro Stunde schnelle Welle tötet ihren Vater Lucio. 79 Sekunden. Die Flut erreicht die Straße, in der Almatretti lebt und zerstört 17 Häuser. Alma hört das Grollen, geht auf den Balkon und sieht die Schlammlawine die Straße herunterrollen. Ich hatte gar nicht mehr die Zeit, etwas zu sagen, bevor das Haus unter meinen Füßen zusammenbrach. Als das Haus zusammenfällt, wird Alma vom Balkon geschleudert und 300 Meter weit mitgerissen. Noch 51 Sekunden. Lucia Morandini ist im Verkaufsraum des Sportgeschäftes ihres Vaters. Sie hört den Lärm der Schlammlawine und öffnet die Tür. Es sah aus wie bei einem Hurrikan. Bäume und Erdbrocken flogen durch die Luft. Ich wurde in den Verkaufsraum zurückgeschleudert. Mir blieb keine Zeit zum Nachdenken. Was für Lucia wie ein Hurrikan aussah, ist die Druckwelle, die die Schlammlawine auf ihrem Weg das Tal hinunter vor sich herschiebt. Kraftvoll genug, um Gebäude zu zerstören und Bäume zu entwurzeln, sah sie aus wie eine weißliche Wolke. Sie enthielt feinen Sand aus den Ablagerungen der Klärbecken. Ein Augenzeuge in Tesero schoss dieses Foto. Noch 40 Sekunden. Die Schlammlawine prallt auf die antike Brücke von Tesero. Die Welle ist so hoch, dass sie zum Teil über die 30 Meter hohe Brücke schwappt. In nur 3 Minuten haben 230.000 Kubikmeter Schlamm, Wasser und Schutt eine Fläche von fast 44 Quadratkilometer bedeckt. Diese Klärbecken für das Flotationsverfahren gibt es überall auf der Welt. Sind Tausende von Menschen in Gefahr? Oder war die Katastrophe von Stava ein Einzelfall? Professor Colombo will das herausfinden und widmet sich wieder den Wartungsunterlagen der 2 Klärbecken. Seine Untersuchung führt zu einem schockierenden Ergebnis. Der Damm eines Grubenbeckens in den italienischen Alpen ist gebrochen. Ja.
Jetzt durchforsten die Ermittler die Wartungsunterlagen, um herauszufinden, ob die verantwortliche Gesellschaft die Sicherheit regelmäßig überprüft hat. Sie finden heraus, dass seit 1974 Sachverständige die Sicherheitskontrollen überwacht haben. Den Unterlagen zufolge lag der Neigungswinkel des oberen Damms schon damals nicht mehr im Rahmen der Norm. Für das Staubecken war daher keine ausreichende Stabilität garantiert. Der Ingenieur, der diese Prüfung ausführte, war überrascht, dass der Damm nicht schon zusammengebrochen war. Das hätte eine Warnung sein müssen, aber nichts geschah. Die Zustände wurden verschwiegen und die Arbeit ganz normal fortgesetzt. Die Sachverständigen forschen weiter. Sie sehen gründlicher in den Bauplänen der Anlage nach und stoßen auf eine weitere Entdeckung. Der Untergrund ist völlig ungeeignet, die Dämme zu stützen. Der Boden ist zu sumpfig, um adäquate Entwässerung zu gewährleisten, wichtig für die Stabilität. Ohne ausreichende Bewässerung können die Wälle nicht austrocknen und damit fest werden. Hinzu kommt, dass die Fundamente für den oberen Damm teilweise in das untere Becken hineinragten. Das heißt, der obere Damm wurde auf die Sedimente des unteren Beckens gebaut, anstatt auf festen Boden. Doch am gefährlichsten war die mangelhafte Reparatur des gebrochenen Drainagerohrs im oberen Becken. Mit so vielen Problemen behaftet, waren die Klärbecken eine tickende Zeitbombe. Die Becken wurden schon an der Grenze ihrer Stabilität gebaut. Es bedurfte nur einer kleinen Störung, um die Dämme zum Kollabieren zu bringen. Es gab keinen Sicherheitsfaktor, keinen Spielraum für die Stabilität, keine Fehlertoleranz. Jede beliebige kleine Störung hätte diese Konstruktion zum Einsturz gebracht. Eigentlich ist es erstaunlich, dass sie überhaupt so lange gehalten hat. Die Ergebnisse der Ermittler sind eindeutig genug, um Anklage zu erheben. 1988 wurde der Prozess eröffnet. Das Verfahren der Stava-Katastrophe dauerte 7 Jahre. 10 Menschen wurden der mehrfachen fahrlässigen Tötung für schuldig befunden. Davon waren 8 verantwortliche Mitarbeiter der Gesellschaften, die das Bergwerk seit dem Bau der Becken betrieben hatten, und 2 waren Mitarbeiter der Kommunalbehörde, die für die Sicherheit zuständig waren. Alle bekamen Haftstrafen. Die Richter bemerkten in ihrem Urteil, dass 1/10 der Verfahrenskosten ausgereicht hätte, die Becken so zu sichern, dass es nicht zur Katastrophe gekommen wäre. Vincenzo Campadell war zur Zeit des Unglücks Manager des Bergwerks. Er erhielt eine 3-jährige Bewährungsstrafe. Man kann uns allen nachsagen, dass wir schuld waren. Allen Entscheidungsträgern bis hinauf zu mir. Weil wir die nötigen regelmäßigen Inspektionen nicht ausgeführt haben, was wir hätten tun müssen. Alma Tretti muss heute mit dem Verlust ihres 4-jährigen Sohnes Marco, ihres Mannes Stefano und ihrer Mutter Maria leben. Sie wäre selbst fast umgekommen und doch hegt sie keinen Groll gegenüber den Verantwortlichen. Ich glaube, es ist nicht an mir, diese Männer zu verurteilen. Ich fange damit gar nicht erst an. Ich war wütend, weil ich dachte, ihr hattet die Pflicht, die Sicherheit zu prüfen. Und wenn ihr das getan hättet, wäre das nicht passiert. Aber wissen Sie, wenn ich den Rest meines Lebens verbittert wäre wegen dieser Leute, würde mir das auch nicht helfen. Also sage ich zu Gott, ich überlasse sie dir, urteile du über sie. Nach der Katastrophe übernahm Clemente de Florian das Teppichgeschäft seines Vaters. Sein Bruder Umberto, beeinflusst von den Ereignissen während des Gerichtsverfahrens nach der Katastrophe, entschied sich, Rechtsanwalt zu werden. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt übernahm Lucia Morandini das Sportgeschäft ihres Vaters und hat inzwischen 5 neue Läden in benachbarten Städten eröffnet. Ihr Sohn Igor ist inzwischen 9 Jahre alt. Alma Tretti verbrachte Monate im Krankenhaus, um sich von ihren Verletzungen zu erholen.
Sie brauchte lange, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe viele Freunde, die mir halfen. Und meine Brüder und Schwestern waren auch für mich da. Die ersten 5 Jahre waren hart. Doch dann traf ich meinen jetzigen Mann und es trat wieder etwas Hoffnung in mein Leben. Ich sah wieder Licht am Ende des Tunnels. Jetzt haben wir 2 Kinder und ich bin glücklich mit dem Leben, das ich mir wieder aufbauen konnte. Graziano Lucci, der seine Eltern damals verloren hatte, ist Mitbegründer der 17 Jahre nach der Tragödie ins Leben gerufenen Fondazione Stava, die an die Ereignisse des 19. Juli 1985 erinnert. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, was passiert ist. Wir lassen die Leute wissen, was die Ursachen waren, wer verantwortlich ist für diese Tragödie. Denn nur dieses Wissen erlaubt es uns, ähnliche Tragödien, die überall passieren können, in Zukunft zu vermeiden. Doch die Warnungen wurden nicht überall beachtet. Die Sicherheitsbestimmungen für solche Anlagen in Italien wurden nach der Gerichtsverhandlung verschärft. Doch woanders müssen die Lektionen erst noch gelernt werden. Seit 1985 gab es nicht weniger als 33 ähnliche Zwischenfälle weltweit. 8 davon passierten in den Vereinigten Staaten. Das Bergwerk in Stava ist seit der Tragödie stillgelegt. Nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten ist das Tal wieder so schön wie früher. Die Touristen sind zurückgekommen. Die Bewohner führen jetzt wieder ihr friedliches und idyllisches Leben. Und den Dammbruch verursacht haben. Professor Giovanni Tosati wurde als Experte bei der Gerichtsverhandlung der Stava-Katastrophe gehört. Es wurde darüber diskutiert, ob Explosionen, die in den nahegelegenen Bergwerken stattfanden, sich bis zu den Dämmen auswirken und den Zusammenbruch verursachen konnten. Um diese Theorie zu überprüfen, greift Chefermittler Pietro Colombo zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Er ordnet in 3 Bergwerken innerhalb eines Radius von 31 Kilometern um Stava kontrollierte Sprengungen an, um herauszufinden, ob eine solche Explosion Schuld an der Katastrophe war. Sprengmeister zünden die Ladungen. Die Analyse der Aufzeichnungen verwirrt die Ermittler. Die Seismographen registrieren die Erschütterungen kaum. Die Aufzeichnungen haben keine Ähnlichkeit mit denen am Tag des Unfalls. Was immer die Dämme zum Versagen brachte, es war keine Sprengung unter Tage. Was war also die Ursache für die beiden 30 Sekunden auseinanderliegenden Ausschläge, die der Seismograph aufgezeichnet hat? Professor Colombo glaubt, dass sie nur von den Dammbrüchen selbst kommen können. Er folgert, dass der erste Stoß von dem Zusammenbruch des oberen Dammes kommt. Der Inhalt des oberen Beckens schießt jetzt in das untere Becken. Unter dem hohen Druck dieser zusätzlichen Belastung versagt auch der untere Damm. Schlamm, Wasser und Sand schießen explosionsartig aus dem Becken und treffen auf die gegenüberliegende Wand vor dem Becken und verursachen den 2. Stoß auf dem Seismographen. Die Ermittler wissen jetzt, wie die Dämme kollabiert sind. Jetzt müssen sie noch herausfinden, warum. Wenn externe Ursachen wie ein Erdbeben oder eine Explosion nicht in Frage kommen, muss es an den Becken und Dämmen selbst liegen. Irgendetwas im Inneren hat den Kollaps verursacht. Und da der obere Damm zuerst brach, konzentrieren sich die Ermittler darauf. Klär- und Ablagerungsbecken sind weit verbreitet im Bergbau. Die Fluoridproduktion verbraucht riesige Mengen an Wasser. 95% der Abfallprodukte bestehen daraus.
Eine riesige Maschine namens Hydrozyklon trennt mittels des Schleuderverfahrens den Sand vom Wasser. Der Sand wird von innen am Damm angelagert. Der Hydrozyklon arbeitet im Zentrum des Ganzen und baut so das Klärbecken mit den Dämmen auf. Die Sicherheit der Konstruktion wird durch die Außenwände des Dammes bestimmt. Die müssen wie eine Sandburg trocken bleiben, damit sie ihre Stabilität behalten. Das Wasser wird mittels eines Drainagerohres in der Mitte abgeführt. Diese Klärbecken bauen sich also selbst auf. Je mehr Abfall, desto mächtiger die Dämme. Die Dämme der Staber-Becken wuchsen in 2 Jahrzehnten auf über 25 Meter Höhe an und ließen die Gebäude unter ihnen wie Spielzeughäuser aussehen. Das ist nicht ungewöhnlich für diese Art von Klärbecken, doch mangels Alternativen sehen sich die Ermittler die Konstruktion doch etwas genauer an. Sie entdecken, dass die Bergbaugesellschaft detaillierte Berichte über die Instandhaltung der Klärbecken hat. Beim Durchsuchen der Berichte schaffen sie den Durchbruch. Sechs Monate vor der Katastrophe hat die Bergbaugesellschaft plötzlich ein Problem. Im Januar 1985 rutschte an der Außenseite des oberen Dammes Sand ab und es entstand ein 20 Meter großes Loch, durch das Wasser austrat. Dieser Zustand hielt sich bis März, dann wurde die Lücke notdürftig geflickt. Im Mai fanden weitere Reparaturen statt. Dazu mussten beide Becken trockengelegt werden. Erst am 15. Juli 1985 gehen sie wieder in Betrieb, 4 Tage vor der Tragödie. Jetzt konzentrieren sich die Ermittler nur noch auf den oberen Damm. 6 Monate vor der Katastrophe war etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Der Damm wurde instabil, aber was war passiert? Professor Colombo erkennt, dass die Antwort vor seinen Augen ist. Es ist überall. Es ist das Wasser. Es gab keine Kräfte, die von außen einwirkten, weder Erdbeben noch Explosionen. Die einzige Erklärung für das Brechen des Dammes ist die Aufweichung der Dammwände durch das Wasser in den Klärbecken. Die Ursache ist eine bestimmte Menge Wasser, die durch den Damm auf die Außenseite dringt. Dann wird er sofort instabil und bricht. Man kann das mit einem einfachen Experiment am Strand mit einem Eimer und einer Schaufel nachvollziehen. Man merkt schnell, wie viel weniger stabil nasser Sand im Vergleich zu trockenem Sand ist. Das ist das Problem in diesem speziellen Fall. Der kleine Bergrutsch und das daraus resultierende Loch im oberen Damm 6 Monate zuvor sind der Beweis. Wasser drang vom Inneren des Beckens durch den Damm, sättigte die Außenseite und verursachte das 20 Meter große Loch. 6 Monate später gibt der ganze Damm nach. Er setzt die Schlammlawine frei, die 268 Menschen tötet. Doch noch ist das Rätsel nicht gelöst. Die Ermittler wissen jetzt, dass Wasser den Dammbruch verursachte. Doch wie konnte es bis zur Außenseite des Damms dringen? Was also löste den Dammbruch letztendlich aus? Ein Dammbruch in Italien setzt 250.000 Kubikmeter Schlamm und Wasser frei, die sich durch ein Tal wälzen und 268 Menschen töten. Mit Hilfe modernster Computergrafiken basierend auf den Berichten der Ermittler vertiefen wir uns in die Untersuchungen, um den Ablauf der Ereignisse zu zeigen. Die tödliche Schlammlawine ist der Inhalt 2 Klärbecken, die die Abwässer eines Fluoritbergwerks enthielten. Die Ermittler sind nun sicher, dass der obere Damm zusammenfiel wie eine nasse Sandburg. Doch das dürfte gar nicht passieren.
Das überflüssige Abwasser sollte von einem Abflussrohr abgeleitet werden, bevor eine kritische Menge erreicht ist. Sonst führt der zu hohe Wasserdruck dazu, dass sich das Wasser in den Damm drückt, der dadurch einstürzt. Und genau das ist passiert. Die Ermittler sind sich sicher, doch warum? Sie fangen an mit der Untersuchung der Wetterdaten. Sie werten die meteorologischen Daten der letzten 66 Jahre vor dem Unfall aus und machen eine faszinierende Entdeckung. Der meiste Regen fällt im Stavertal von Mai bis August. Ein entscheidender Faktor für das Ansteigen des Wasserspiegels waren die starken Gewitter, die in den Alpen typischerweise im Juli und August auftreten. Die Ermittler finden heraus, dass 1985 eines der regenreichsten Jahre im Stavertal seit Beginn der Aufzeichnungen war. Es fielen fast 22% mehr Regen als sonst. Ein guter Anhaltspunkt für Professor Pietro Colombo. Er ist sich sicher, dass die Rekordniederschläge eine Rolle beim Ansteigen des Wasservolumens spielten. Doch er ist überzeugt, dass es nicht die einzige Ursache war. Er weiß, dass etwas so Vorhersehbares wie schwere Regenfälle bei der Konstruktion der Dämme berücksichtigt werden musste. Er weist sein Team an, noch andere Ursachen für den dramatischen Anstieg des Wasserspiegels zu suchen. Plötzlich scheint alles auf der Hand zu liegen. Jedes Jahr ziehen Tausende von Skifahrern und Snowboardern zu den schneebedeckten Bergen im benachbarten La Temar. Der Winter vor dem Unfall war ein besonders guter für die Skifahrer. Stärkere Schneefälle als üblich hatten eine dicke Schneeschicht erzeugt. Doch am Ende der Saison geschah etwas, das eine wichtige Rolle bei der Katastrophe ein paar Monate später spielen sollte. Im Frühling schmilzt der Schnee, der während des Winters in den Alpen fällt, und zwar relativ schnell, innerhalb weniger Wochen. Die Ermittler berechneten, dass die Wassermenge des Tauwetters in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch war. Ein Teil des Schmelzwassers floss die Hänge hinab und durch die Flüsse, Bäche und unterirdische Quellen in die Klärbecken, was zu einem weiteren Wasseranstieg führte. Das löst die Frage des hohen Wasserdrucks. Doch Professor Colombo kann nicht glauben, dass alleine der starke Regen und das viele Schmelzwasser für ein solch katastrophales Versagen verantwortlich waren. Das erste Mal schlug der obere Damm im Januar leck, also bevor Regen und Schmelzwasser eine Rolle spielen konnten. Die Ermittler brauchen dringend neue Hinweise. Sie konzentrieren sich jetzt auf das Zentrum des Unfalls, auf die zerstörten Dämme selbst. Die Bresche im oberen Damm ist klar zu erkennen, doch das untere Klärbecken mit seinem Damm ist vollständig zerstört. Chefermittler Pietro Colombo lässt schweres Gerät auffahren, um das Gelände zu untersuchen. Das Team beginnt mit der beschwerlichen Aufgabe, die Reste der Dämme zu durchsieben, um vielleicht einen Hinweis zu finden. Nachdem sie sich durch 360.000 Tonnen Schlamm und Schutt in den Überresten des oberen Dammes gewühlt haben, finden sie den Hinweis. Es ist das Drainagerohr und es ist gebrochen. Eine wichtige Spur. Sie schauen sich das Rohr genauer an. Die entscheidende Entdeckung sind Spuren einer früheren Reparatur. Ein Teilstück des Rohres wurde ersetzt. Doch in den Jahren nach der Reparatur hat das Gewicht der sich darauf absetzenden Sedimente das Rohr durchsacken lassen. Und im Laufe der Jahre lagerte sich der Abraum auf diesem Rohr ab. Und wahrscheinlich wurde das Rohr aus der Muffe herausgebogen, sodass das Abwasser innerhalb der Becken wieder austreten konnte. Und zwar an einer Stelle, die ziemlich nahe an der Außenwand des Dammes lag. Schließlich wurde das Teilstück aus seinen Befestigungen gerissen und machte die ganze Drainage wirkungslos. Jetzt wurde das Wasser, statt abzufließen, wieder in die Becken geleitet. Der Wasserspiegel und damit der Druck stieg an und presste das Wasser in den Damm, der dadurch immer instabiler wurde.
Doch wann wurde das Leck im Drainagerohr zu einer Gefahr? Die Ermittler stellen fest, dass die Notreparaturen, die die Bergwerksgesellschaft 2 Monate vor dem Unfall ausführen ließ, die Katastrophe auslösten. Um die Reparaturen durchführen zu können, mussten die Klärbecken geleert werden. Als das Wasser abfloss, könnte das Rohrstück noch mehr verbogen worden sein und noch größere Lücken verursacht haben. 3 Wochen vor dem Dammbruch wurden die Becken wieder mit Wasser gefüllt. 4 Tage davor geht die Anlage wieder in Betrieb. Die Abwässer werden in die Becken geleitet, doch das defekte Drainagerohr kann das überschüssige Wasser nicht abführen. Und jetzt kommen starke Regenfälle und das Tauwetter hinzu. Immer mehr Wasser fließt in die Becken. Der Druck wird zu groß und das Wasser bahnt sich einen Weg hinaus. Es nimmt den Weg des geringsten Widerstandes durch den Damm. Der ist nur stabil, wenn er trocken ist, doch das eindringende Wasser hat ihn geschwächt. Die Stabilität des Stavadammes war davon abhängig, dass kein Wasser bis zu seiner Außenseite gelangte. Wenn Wasser nur bis in die Nähe der Außenseite kommen würde, würde der Damm unweigerlich versagen. Nun kommt es zum Zusammenbruch. Der obere Damm gibt nach und setzt 360.000 Tonnen Sand und Wasser frei, die sich ihren Weg ins Tal bahnen und alles zerstören. Doch etwas verblüfft die Ermittler immer noch. Selten haben sie Zerstörungen dieses Ausmaßes gesehen. Die Gewalt der Schlammlawine war außergewöhnlich. 268 Menschen sterben. 3 Hotels, 6 Fabriken und 53 Häuser sind einfach verschwunden. Dieser einsame Baum ist alles, was von einem dichten Wald übrig blieb, der einfach weggerissen wurde. Alles wurde zerstört. Die Ermittler werden etwas sehr Ungewöhnliches über diese Schlammlawine herausfinden. Ein katastrophaler Dammbruch in den Bergen Norditaliens. 250.000 Kubikmeter Schlamm und Wasser stürzen in ein Tal hinunter. Als die Ermittler die Aussagen der Augenzeugen genau studieren, merken sie schnell, dass die zerstörerische Kraft dieser Schlammlawine ungewöhnlich groß war. Bäume und Erdbrocken flogen durch die Luft, sogar das Dach eines Hauses. Es wäre unmöglich gewesen, ihr auszuweichen. Sie war so schnell wie ein Zug oder ein Lastwagen. Das ganze Tal wurde verwüstet. Das Ungewöhnliche ist den Aussagen zufolge die hohe Geschwindigkeit und die Gewalt. Eingebettet zwischen den Bergen der schönen südlichen Alpen in Italien liegt das Stavatal, der Inbegriff eines idyllischen alpinen Ferienortes. Dann raste eine furchtbare Schlammlawine mit 90 Kilometer pro Stunde das Tal hinab, alles zerstörend, was in ihrem Weg lag. In nur 209 Sekunden kommen 268 Menschen ums Leben. Mit Hilfe neuester Computertechnologie zeigen wir genau, was schiefgelaufen ist. Katastrophen passieren nicht einfach. Ihnen geht eine Folge von entscheidenden Ereignissen voraus. Wir enthüllen diese tödlichen Momente in den letzten Sekunden vor der Katastrophe. Europa. Italien. Tesero. 19. Juli 1985. Die friedliche Kleinstadt Tesero liegt im Stavatal. Ihre idyllische Umgebung macht sie zu einem beliebten Ferienziel. Einheimische und Touristen erfreuen sich gleichermaßen an diesem sonnigen Tag. Mittags 12.10 Uhr. Umberto und Clemente de Florian helfen ihrem Vater Lucio in seinem Teppichgeschäft. Es war ein schöner Sommertag. Ich war damals 15. Mein Bruder und ich arbeiteten in dem Familienbetrieb meines Vaters.
Sie beladen ihren Transporter und fahren die Straße des Stavertales hinauf. 12.15 Uhr. In Tesaro kommt Alma Tretti gerade von der Arbeit nach Hause und serviert das Mittagessen, das ihre Mutter für die Familie gekocht hat. An diesem Tag kam ich nach Hause und der Tisch war gedeckt. Das Essen war fertig. Per mangiare. 12.20 Uhr. Die 20-jährige Lucia Morandini hilft ihrem Vater in seinem Sportgeschäft. An dem Tag kam neue Ware an und ich suchte ein Geschenk für meinen Vater aus, der ein paar Tage später Geburtstag gehabt hätte. Ein schöner, normaler Tag in den südlichen Alpen. Doch weiter oben in den Bergen befindet sich etwas, das gar nicht normal ist. Bergbau gibt es am Berg Prestaval schon seit dem 16. Jahrhundert, als man reiche Mineralvorkommen entdeckte. Die Einwohner des Tales leben in friedlicher Koexistenz mit den Bergbaugesellschaften, die das Fluorit des Berges abbauen, eine wertvolle chemische Substanz. Das Fluorit wird mittels eines Verfahrens gewonnen, das Flotation genannt wird. Dabei fallen große Mengen von sehr flüssigem Schlamm aus Sand und Wasser als Abfall an. Dieser Schlamm wird in zwei übereinander angeordnete Ablagerungs- und Klärbecken über dem Stavertal geleitet, die aus großen Sanddämmen bestehen. Umberto, Clemente und ihr Vater Lucio fahren von Tesero aus die Straße hinauf, direkt auf die Dämme zu. Ich erinnere mich, dass mein Vater sang, weil am nächsten Tag das 25-jährige Jubiläum des Chores war. Im Dorf sitzt Alma Tretti mit ihrer Familie am Küchentisch beim Essen. Und Lucia Morandini hat im Sportgeschäft das perfekte Geschenk für ihren Vater gefunden. Wir gingen zum Verkaufsraum, öffneten die Schachteln und nahmen die Kleidungsstücke heraus. Ich fand einen schönen Trainingsanzug und wollte, dass er ihn anprobiert. Über die Jahre werden die insgesamt 60 Meter hohen Sanddämme der Klärbecken zu einem Teil der Landschaft. Wegen eines dichten Kiefernwaldes werden sie aber kaum beachtet. Wir wussten alle, dass da oben Klärbecken waren. Doch es kam uns gar nicht in den Sinn, dass wir in Gefahr sein könnten. Doch heute wird sich alles ändern. Uhr und 55 Sekunden. Die Dämme brechen ohne Vorwarnung. Zuerst weiß niemand, was passiert ist. Ich sah Rauch am Horizont und fragte, was ist das? Es sah wirklich aus wie ein Feuer. 12.23 Uhr und 25 Sekunden. 180.000 Kubikmeter Schlamm, Sand und Wasser aus den beiden Klärbecken rasen das Tal hinunter. Das Dorf Tesero liegt nur 3,5 Kilometer entfernt und genau im Weg der Schlammlawine. Wir hörten Lärm und dachten, er käme von Straßenarbeiten. Um 12.23 Uhr und 45 Sekunden rast die Schlammlawine in das kleine Dorf Stava, wo über 100 Hotelgäste zu Mittag essen. Einen Augenblick später sind sie alle tot. Mit einer Geschwindigkeit von 90 km pro Stunde schießt die Lawine auf Umberto, Clemente und Lucio de Florian zu. Mein Vater verlor keine Sekunde. Er sagte, sofort raus, klettert den Hang hoch. 12.24 Uhr und 45 Sekunden. Die Welle aus Schlamm wälzt sich weiter voran auf ihrem Pfad der Zerstörung. Als nächstes liegt Tesero im Weg.
Es ist Mittagszeit in Tesero. Ein friedlicher Mittag. Doch keiner der 2500 Einwohner hat eine Ahnung, dass eine riesige Schlammlawine auf sie zurollt. Nördlich der Kleinstadt hat sich schon den Lieferwagen von Clemente, Umberto und Lucio de Florian zerstört. Um 12.25 Uhr verschlingt die Lawine Tesero. Almatretti ist zu Hause zu Mittag, zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn Marco, ihrem Mann Stefano und ihrer Mutter Maria. Sie hört ein lautes Grollen. Ich hatte mich gerade über die Balkonbrüstung gelehnt. Da sah ich, was die Straße herunterkam. Sekunden später donnern fast eine Viertelmillion Kubikmeter Schlamm und Schutt in die Straße von Almatretti und walzen 17 der 20 Häuser nieder. Weiter unten in der Straße arbeitet Lucia Morandini mit ihrem Vater in dem Sportgeschäft. Mein Vater probierte gerade den Trainingsanzug an, als wir einen gewaltigen Lärm hörten. Ich war neugierig und sagte, ich gehe kurz und schaue mal nach. Die Schlammlawine bahnt sich den kürzesten Weg den Berg hinunter und zerstört alles auf ihrem Weg. Komplette Gebäude, Straßen und Wälder werden ausradiert. 12.25 Uhr und 44 der Schlammlawine. Anhand der Aufzeichnungen eines Seismographen können die Ermittler errechnen, dass die Schlammlawine erstaunliche 90 Kilometer pro Stunde erreichte. Das ist so schnell wie eine Flutwelle. Die Ermittler untersuchen ähnliche Naturphänomene auf der ganzen Welt. Das sind Bilder einer Schlammlawine in Russland. Obwohl viel kleiner, verhält sie sich ähnlich wie die im Stavertal. Sie hat die Geschwindigkeit von fließendem Wasser und die zerstörerische Kraft von Schlamm. Die Aufzeichnungen von Dammbrüchen wie diesem werden untersucht und die Ermittler bekommen so die Antworten, die sie suchen. Sie glauben zu wissen, warum die Schlammlawine in Stava diese unglaublichen Zerstörungen angerichtet hat. Doch um sicher zu sein, müssen sie in der Zeit zurückreisen. 210 Sekunden vor der Katastrophe. Die Außenseite des oberen Dammes saugt sich mit Wasser voll, aber noch hält er. Eine Sekunde später bricht der Damm. Er kollabiert mit so einer Gewalt, dass seine Schockwelle auf der Richterskala höher liegt als die üblichen Erdstöße in dieser Gegend. Diese Aufnahmen eines Erdbebens von 1950 in Japan zeigen, was mit dem Erdboden passiert, wenn eine Schockwelle so stark ist, dass sich der feste Boden wie eine Flüssigkeit verhält. Man nennt das Verflüssigung. Sie tritt auf, wenn Wasser unter hohem Druck in einen festen Boden gepresst wird, der eine körnige Struktur hat, wie zum Beispiel Sand. Die Körner werden auseinandergedrängt, die Struktur löst sich im Wasser auf und bildet eine dichte Flüssigkeit. Sie hat fast die doppelte Dichte von Wasser, aber all seine fließenden Eigenschaften. Genau das passiert, als der obere Damm in Stava kollabiert. Als die äußere Schicht des Dammes abrutschte, hatten die festen Ablagerungen dahinter keinen Halt mehr. Und sie wurden in dem Wasser um sie herum aufgelöst. Schließlich hat man eine hohe Konzentration von ziemlich schweren Partikeln im Wasser. Ein doppelt so dichtes und schweres Material, das sich in eine Flüssigkeit verwandelt hat und nun den Hang hinunterfließt. Die Ermittler haben nun ein genaues Bild vom Ablauf der entscheidenden Ereignisse, die die Katastrophe verursacht haben. Der obere Damm verwandelt sich in Treibsand. Seine Sandkörner haben den gegenseitigen Halt verloren. Der Sand hat keine feste Struktur mehr. Noch 198 Sekunden. Diese dichte Flüssigkeit läuft nun vom oberen Becken in das untere Becken, das sowieso schon überfüllt war.
19 Sekunden lang sammelt sich der verflüssigte Schlamm im unteren Becken. Die Menge wächst an. Als sich die Dämme auflösen, schleudern sie enorme Staubwolken in den Himmel. Für Umberto, Clemente und ihren Vater Lucio sah das wie Rauch aus. Es sah wirklich wie ein Feuer aus. Noch 179 Sekunden. Der untere Damm hält nicht mehr. Er bricht und setzt die verflüssigten Sedimente frei. 159 Sekunden. Die Schlammlawine erreicht das 800 Meter entfernte Dorf Stava und zerstört 24 Häuser und 3 Hotels, wo 100 Touristen gerade zu Mittag essen. Alle kommen ums Leben. Noch 99 Sekunden. Die Schlammwelle erreicht die nördlichen Ausläufer der Kleinstadt Tesero. Umberto und Clemente fahren mit ihrem Vater im Lieferwagen die Talstraße hoch. Mein Vater verlor keine Sekunde. Er sagte, sofort raus, klettert den Hang hoch. Umberto und Clemente entkommen, doch die 90 Kilometer pro Stunde schnelle Welle tötet ihren Vater Lucio. 79 Sekunden. Die Flut erreicht die Straße, in der Almatretti lebt, und zerstört 17 Häuser. Alma hört das Grollen, geht auf den Balkon und sieht die Schlammlawine die Straße herunterrollen. Ich hatte gar nicht mehr die Zeit, etwas zu sagen, bevor das Haus unter meinen Füßen zusammenbrach. Als das Haus zusammenfällt, wird Alma vom Balkon geschleudert und 300 Meter weit mitgerissen. Noch 51 Sekunden. Lucia Morandini ist im Verkaufsraum des Sportgeschäftes ihres Vaters. Sie hört den Lärm der Schlammlawine und öffnet die Tür. Es sah aus wie bei einem Hurrikan. Bäume und Erdbrocken flogen durch die Luft. Ich wurde in den Verkaufsraum zurückgeschleudert. Mir blieb keine Zeit zum Nachdenken. Was für Lucia wie ein Hurrikan aussah, ist die Druckwelle, die die Schlammlawine auf ihrem Weg das Tal hinunter vor sich herschiebt. Kraftvoll genug, um Gebäude zu zerstören und Bäume zu entwurzeln, sah sie aus wie eine weißliche Wolke. Sie enthielt feinen Sand aus den Ablagerungen der Klärbecken. Ein Augenzeuge in Tesero schoss dieses Foto. Noch 40 Sekunden. Die Schlammlawine prallt auf die antike Brücke von Tesero. Die Welle ist so hoch, dass sie zum Teil über die 30 Meter hohe Brücke schwappt. In nur 3 Minuten haben 230.000 Kubikmeter Schlamm, Wasser und Schutt eine Fläche von fast 44 Quadratkilometer bedeckt. Diese Klärbecken für das Flotationsverfahren gibt es überall auf der Welt. Sind Tausende von Menschen in Gefahr? Oder war die Katastrophe von Stava ein Einzelfall? Professor Colombo will das herausfinden und widmet sich wieder den Wartungsunterlagen der 2 Klärbecken. Seine Untersuchung führt zu einem schockierenden Ergebnis. Der Damm eines Grubenbeckens in den italienischen Alpen ist gebrochen. Jetzt durchforsten die Ermittler die Wartungsunterlagen, um herauszufinden, ob die verantwortliche Gesellschaft die Sicherheit regelmäßig überprüft hat. Sie finden heraus, dass seit 1974 Sachverständige die Sicherheitskontrollen überwacht haben. Den Unterlagen zufolge lag der Neigungswinkel des oberen Damms schon damals nicht mehr im Rahmen der Norm. Für das Staubecken war daher keine ausreichende Stabilität garantiert. Sekunden. Die antike Brücke, die seit 10 Jahrhunderten dort steht, wird fast vollständig zerstört. 40 Sekunden später ist schließlich alles vorbei. Der Schlamm trifft in der Talsohle auf dem Fluss Avisio und kommt zum Stillstand.
Die Katastrophe dauert nur 3,5 Minuten, doch sie lässt eine 5 Kilometer lange Spur der Zerstörung hinter sich. Das schöne Stavertal ist nur noch ein verschlammtes Ödland. Clemente de Florian entkommt der Schlammwelle nur knapp, indem er bergauf rennt. Ich hielt an und drehte mich um. Es war nichts mehr übrig und es herrschte absolute Stille. Es war kein Vogel oder Insekt zu hören, nichts. Der Lieferwagen ist völlig zerstört und im Schlamm begraben, 50 Meter entfernt von dem Ort, wo sie ihn verlassen hatten. Verzweifelt sucht Clemente nach seinem Bruder und seinem Vater. Ich hörte, wie mein Bruder mich rief. Und dann sah ich ihn. Nur sein Gesicht guckte aus dem Schlamm heraus. Ich konnte mich nicht bewegen, ich steckte tief im Schlamm. Dann sah ich meinen Bruder und rief ihn. Ich fing an, den Schlamm von ihm abzuschaben und er fragte sofort, wo ist Vater? Hundert Meter weiter sieht der Bildhauer Giuseppe Mick von seinem Atelierfenster aus die Zerstörung. Er ist einer der ersten Rettungskräfte vor Ort. Ich sah eine Gestalt, eine menschliche Gestalt, die einen Baum umarmte. Als sie sprach, ging ich hin. An der Stimme erkannte ich Alma. Alma Tretti. Die Gewalt der Schlammlawine hat Alma von ihrem Balkon im ersten Stock katapultiert. Giuseppe findet sie 300 Meter von dem Ort entfernt, wo einmal ihr Haus stand. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich konnte Gras unter mir fühlen, aber ich wusste nicht, was passiert war. Giuseppe und seine Freunde benutzen Almas Jacke als Trage. Sie bringen sie aus der Gefahrenzone und warten auf die Ambulanz. Lucia Morandini ist völlig vergraben unter Schlamm und dem, was einmal das Sportgeschäft ihres Vaters war. Eine kleine Öffnung im Schutt erlaubt ihr zu atmen und rettet ihr das Leben. Ich hatte Angst, ich würde ersticken oder verdursten oder verhungern, einen langsamen Tod sterben. Ich hätte es lieber schnell beendet, aber nicht mal das konnte ich tun. Ich konnte mich überhaupt nicht rühren. Glücklicherweise hören einige Leute Lucias Hilfeschreie und graben sie aus dem Schlamm. Sie wird mit einem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. 13 Uhr. Nur eine halbe Stunde nach dem Desaster. Die örtliche Feuerwehr, die Bergrettung und die Polizei sind im Katastrophengebiet. Insgesamt 7000 Rettungskräfte beteiligen sich an der Aktion. Eine Flotte von 19 Hubschraubern und 26 Krankenwagen steht bereit, um Verletzte in die Hospitäler zu bringen. Doch sie werden kaum gebraucht. Von 281 Vermissten werden nur 13 Menschen lebend gefunden. Umberto de Florian, Lucia Morandini und Alma Tretti sind drei dieser 13. Während im Krankenhaus die Verletzungen und Knochenbrüche der drei behandelt werden, suchen die Rettungskräfte immer noch nach deren Familien. Ich fragte immer wieder nach meinem Sohn, meiner Mutter und meinem Mann. Doch sie sagten mir nichts. 89 Männer, 120 Frauen und 59 Kinder sterben in der Schlammlawine. Insgesamt verlieren 268 Menschen ihr Leben. Almas Ehemann Stefano, ihre Mutter Maria und ihr 4 Jahre alter Sohn Marco gehören dazu. Lucias Vater Mario und Umbertos Vater Lucio sind auch ums Leben gekommen. Es ist einer der schlimmsten Dammbrüche, die je passiert sind. Nach 3 Wochen sind die Rettungsarbeiten vorüber. Als die Beerdigungen stattfinden, ist die Kleinstadt Tesero erschüttert. Ganz Italien trauert. Nicht einer, sondern beide Dämme sind gebrochen. Herauszufinden, warum, ist jetzt eine nationale Aufgabe. Was verursachte das Versagen der Dämme? Warum überschwemmten 180.000 Kubikmeter Schlamm das Stavertal? Sehen wir uns jetzt die Ereignisse an diesem schicksalsschweren Tag an, um herauszufinden, was wirklich passierte. Modernste Computergrafiken führen uns an die Stelle, wo keine Kamera hingelangen könnte, mitten in die Zerstörungszone.
Noch am Tag der Katastrophe leiten die örtlichen Behörden eine Untersuchung ein, um herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Professor Pietro Colombo, ein Experte für Erdrutsche, leitet das Untersuchungsteam. Mit seinen Daten können wir jetzt die tödliche Kette von Ereignissen analysieren, um herauszufinden, wie es zu dieser schrecklichen Tragödie kommen konnte. Professor Colombo untersucht als erstes die beiden Dämme. Warum sind sie gebrochen? Die ersten Vermutungen weisen auf ein natürliches Phänomen als Ursache hin. Wurde einer der schlimmsten Dammbrüche der Geschichte von einem Erdbeben verursacht? Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Ich stieg aus dem Wagen, die Erde bebte, der Wagen bebte. Es fühlte sich tatsächlich an wie ein Erdbeben. Professor Richard Chandler, Experte für Erdrutsche, war Berater bei den Ermittlungen. Die Ausläufer der Alpen, da wo Stava liegt, sind Erdbebengebiet. Man kann spekulieren, man kann aber auch die Daten eines Seismographen auswerten, der in einem Tal neben dem Stava-Tal installiert ist. Er hätte mögliche Erdbeben registriert. Es gibt einen Seismographen im nahen Cavalese. Die Ermittler untersuchen die Aufzeichnungen zu der Zeit, als die Dämme brachen, 12.22 Uhr. Erstaunlicherweise zeigen sie eindeutig einen Erdstoß, gefolgt von einem anderen Ausschlag 30 Sekunden später. Die Ermittler haben ein wichtiges Indiz gefunden. Es sieht nach Erdbebenaktivität aus. Also untersuchen sie die Sache etwas genauer. Andere Seismographen der Region haben die Erdstöße kaum registriert. Das ist sehr ungewöhnlich, heißt es doch, die Stöße waren auf eine lokale Region begrenzt. Zu begrenzt für ein Erdbeben. Der Dammbruch konnte also nicht durch ein Erdbeben ausgelöst worden sein. Die Ermittler brauchen einen neuen Ansatz. Sie wissen, dass es in den südlichen Alpen Mineralien in Hülle und Fülle gibt. Die ganze Region ist übersät mit Bergwerken. Um an neue Felsschichten heranzukommen, werden die Felsen üblicherweise gesprengt. Könnte eine solche Explosion die Ausschläge des Seismographen